Der einzige Höhepunkt ist im Hochsommer, wenn die Marula-Bäume volle Frucht tragen. Im Anfang schmecken die Marulas herrlich und sind nur sehr schwer zu bekommen. Man muss entweder sehr geschickt oder stark genug sein, um an seinen Anteil heranzukommen. Aber nach einigen Wochen werden die Marulas überreif und fallen von den Bäumen. Dann kommen alle Tiere an und fressen sich voll an den faulenden Früchten. In ihren Mägen beginnt es zu gären und es wird zu einem sehr starken Gebräu. Und auf dem Heimweg geht's dann los. Wenn die Nacht fällt, ist wieder Friede. Ein seliger Friede. Natürlich führt nicht jedermann im Okerbank.